Ich mache den Frontmann, ich stelle mich nach vorne, weil ich mir das zutraue, das zu können. Weil ich ein gutes Feedback von vielen Menschen in meinem Umfeld bekommen habe. Und weil es mir wirklich um die gute Sache geht, nämlich was zu ändern. Und das ist schon lange ein Wunsch von mir. Und wenn man das möchte, dann muss man auch sagen, ich bin bereit, den Hut aufzusetzen und das zu tun. Ich habe selber lange Fußball gespielt. Als Fan bin ich immer dem Fußball treu geblieben, auch immer dem gleichen Verein treu geblieben. Ich bin also von Anfang an Borusse. Das bin ich auch heute noch und da bin ich auch ehrlich gesagt richtig stolz drauf und froh drüber. Ja, das ist ein BVB-Schal, aber ein ganz besonderer. Der ist vom Fanclub Alte Post Witten. Das sind alles BVB-Anhänger und deren Schal ist dann irgendwann mal entwickelt worden. Von jemandem, der eine Ahnung von hat das Logo entsprechend gemacht, damit wir es benutzen dürfen, weil sonst hätten wir ja Lizenzrechte bezahlen müssen. Und deshalb kann man schon erkennen, dass es BVB ist, aber es ist dann eben halt Eigenarbeit. Verdächtig zu sein ist ja auch nicht unbedingt was Schlimmes. Kommt ja immer darauf an, wessen man verdächtig ist. Wenn man verdächtig ist, was für die Gesellschaft zu tun, wenn man verdächtig ist, sich zu engagieren, wenn man verdächtig ist, sich auch zu äußern, auch laut zu äußern, das ist eigentlich eine positive Eigenschaft. Es gibt viele Bereiche, die gehen halt zumindest den Staat nichts an. Die gehen vielleicht meinen Freund was an, meine Freundin, meine Frau oder meine... Schneid. Freunde müssen wir rausschneiden. Gibt Ärger. können wir gerne so drin lassen. Zu viel Überwachung bedeutet für mich dann schon ja auch eine Gefahr. Also wie gesagt, wir sind immer ausgerüstet mit orangefarbenen Decken für die Stehbiertische, Flyern und Luftballons und natürlich auch Broschüren. Bin als Kind, als Jugendlicher schon immer jemand gewesen, der für Gerechtigkeit eingetreten ist. Ich habe mich auch mal vor Schwächere gestellt und habe mich der Obrigkeit nicht immer untergeordnet und auch schon mal rebelliert. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Da, wo mir was gegen den Strich geht, wo ich etwas nicht akzeptiere, wo etwas unlogisch ist, wo etwas sinnlos ist, da mache ich auch heute noch den Mund auf. Bei den Grünen war es so, die haben eine Entwicklung genommen, die mir irgendwann nicht mehr gefallen hat. Und als die Grünen Kriegsdiensteinsätzen mit zugestimmt haben, da war für mich dann eigentlich endlich Schluss. Dazu kamen dann natürlich die internen Querelen, die Machtkämpfe, wo es auf einmal wichtiger war, an der Macht zu bleiben. Das war für mich so eine Seele verkaufen und das ist was ich persönlich nicht kann. Und da habe ich den Grünen auch dann den Rücken gekehrt. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen wirklich politisch aktiv sind und wenn es nur in Bürgerinitiativen oder ähnlichen Bereichen ist, dann sind es eigentlich viel zu wenige, die aktiv Politik mitgestalten. Das Leben prägt den Menschen.